I'm going. Are we going to fight or what? Aber gleichzeitig gute Erfahrungspunkte bringen sollte. Are we going to fight or what? Ja, eine Ogerhütte. Aber nur mit zwei Ogern. Are we going to fight or what? Tear them to pieces. Heilung für euch. Heilung für euch. Mehr Heilung für euch. Noch mehr Heilung für euch. Really? Us? So, Berserker really? Haben eine neue Us? Stufe erreicht. At last. Die Jungs haben ein bisschen einstecken müssen. At last. Hier ist eine kaputte Wolfskuh. Joho! Haben wir die kaputt gemacht? Kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Auf jeden Fall liegt hier noch was rum. Probably. Now what? At last. At last. So, das Warrock-Lager, da haben wir den Schmied draus befreit. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch die Skelettgruft mit ein paar kleinen Skeletten. Really? Us? Probably. Really? Us? In the same way. Stand to the death in the same way. Now what? Joho! So, das heißt, wir töten die Skelette hier. What in the same way? I'm going. Kill! Kriegen auch die Erfahrungspunkte zusammen, die wir brauchen. Yes. Joho. Are we going to fight or what? So, jetzt bleibt nur die Sumpfgruft hier drüben und dann war's das hier im Sumpf. Are we going to fight or what? Das heißt, ich kann meine ja, meine Berserker zu Heerführern machen. Can't go on without us. Na, praktisch. What? I'm going. Yes. Now what? Joho. Now what? Who if not us? So, die Sumpfbehausung enthält auch nur zwei Trupps. Stand to the death. Yes, again. I'm going. Kill. Joho!
So. Ich bin jetzt gerade Level 4. I thought so. So, das Zyklopenauge müssen wir in der Stadt abgeben. I'm going. What are we going to do? At last. Ja, und dann war es auf dieser Seite. Dann müssen wir noch hier oben hin. Die beiden Grabstätten zerstören. Zur Stadt zurück und dann geht es. Me. Geht ab die Post. So, mal kurz gucken. Die gesamte Nahrung zu denen. Das Holz kannst du plündern. So. What? What are we going to do? Hat vielleicht noch irgendjemand. Oh ja, Stahlpanzer ist gut. Den Stahlpanzer werde ich kaufen, die Wissensschriftrolle werde ich kaufen. Was ist mit Uktuk? Was habt ihr noch so im Angebot? Na, hier hättet auch einen Stahlpanzer und eine Wissensschriftrolle. Ich glaube, ich werde beides kaufen. Und dafür den Kettenpanzer verkaufen. So. Euch erstmal da und aufwerten. Jetzt haben wir Heerführer. So. And? Den Kettenpanzer wollte ich verkaufen. Dafür den kaufen. Und eine Wissensschriftrolle für euch. So. Sichtweite brauchen wir nicht unbedingt. Ah, Naturringe werden wir wahrscheinlich noch genug finden. What are we going to do? What are we going to do? So. Joho! Joho! Unsere Armee ist kampfbereit wieder. Are we going to fight or what? Das heißt noch hier oben hin und dann hier unten hin und dann die Menschenfestung angreifen. Du hast leider nichts mehr zu erzählen. Also ja, wenn wir hier nach Legenden gucken, die Axt, Feuerwächter, Mekuns Schraubstock. Joho! Are we going to fight or what? Really? You think that's bad? I don't agree. And? Ah ja, was sagt denn Heerführer? Ork-Kriegsherren, die den Gott des Krieges verehren. Sie sind die besten und grimmigsten Ork-Krieger. Von enormer Statur und mit Streitäxten bewaffnet, können sie jeden Feind innerhalb von Sekunden überwinden. Me. At
At last. Also ja, Grabstätte und noch eine Sumpfgruft. In der Grabstätte wurden jede Menge Akolyten. I'll do it. What are we going to do? Really? Us again? In der Grabstätte wurden wirklich viele Akolyten. Wow, die hauen ja aber auch immer noch zu, die Akolyten. What are we going to do? Two pieces. Us? I don't agree. What? So. You think that's bad? Lay it on. Blood! I'm going. Und Naturring. Hätte doch gesagt, kriegen wir den Naturring einfach so. So, jetzt müssen wir das alles noch ins Trockene bringen und dann ist gut. Dann haben wir die Map geklärt. Bis auch die Menschenfestung, die ein Kinderspiel sein dürfte mit unserer kleinen Armee. Also wenn ich es mir so ansehe, haben sie gerade mal 4 Truppen drin. Die starken Sachen, die sie hier unten so postiert haben, Ritter und so, die sind ja schon alle tot. At last. And und ja, so eine Ork-Streitmacht wirklich komplett klein zu kriegen, wird schwierig werden. Eins geht noch in Wissen, denke ich mal. Eins wird noch in Diplomatie, also eins in Wissen und eins in Diplomatie und der Rest geht dann in Kampffähigkeiten an Level-Ups. Wobei ich erst Wissen und Kampffähigkeiten nehmen werde. So. Really? Us? Eine Wissensschriftrolle. Und now what? Das Ding hier. So. Are we going to raid this village? At last. Jetzt können wir uns unsere Armee schnappen. Joho! Noch ein Quicksave reinschieben. At last. Nochmal kurz gucken. Also wir waren hier über... Wir waren jetzt im gesamten Sumpf. Wir waren hier unten und hier drüben überall und hier oben haben wir auch alles gemacht. Are we going to fight or what?
Also jetzt in Zukunft auf Beschützer und Koordinator gehen. Kein Berserker mehr. At last,